Ladies and gentlemen, welcome to the Credit Suisse Award for Best Teaching. Ce prix valorise la prestation d'agrégé prestigieux. Comme l'année passée, quatre projets excellents sont en Tour final. Es freut mich, dass ein didaktisches Konzept ausgewählt wurde, welches den Fokus auf Nachhaltigkeit legt. Denn Nachhaltigkeit muss ein zentraler Bestandteil des Schaffens und Wirkens unserer Hochschule sein. Nachhaltiges Handeln heißt, die Zukunft in heutige Entscheide mit einzubeziehen. Ich hoffe, dass Sie durch die Präsentation dieses Projektes nachhaltig inspiriert werden und dass Sie die eine oder andere Erkenntnis mitnehmen können. Nach Indien zu gehen, hier die Schule unterrichten in Bangalore und in Ahmedabad, im Nordwesten von Indien. Und das ist natürlich eine Gelegenheit, das weiterzugeben an Studierenden, die die Möglichkeit hier haben, mit den Dozierenden und Studierenden zusammen zu arbeiten. Das Modul von Jörg gründet es. Indien.ch würde ich so beschreiben, dass die Studenten aus der Schweiz zusammen mit Dozenten von hier für 3 Monate nach Indien gehen und dort die verschiedenen Regionen sich aufhalten und sich mit der Kultur auseinandersetzen. Dann aber auch mit Studenten von Indien zusammentreffen und in gemischten Gruppen sich zu Themen auseinandersetzen über Architektur, Städtebau, gesellschaftliche Fragen. So 2-mal pro Woche haben wir eine Tischdiskussion mit ihm und sonst sind wir eigentlich sehr frei. Also haben wir sehr frei können arbeiten. Und ich denke, das ist auch vor allem die Stärke, eigentlich, dass er immer wieder andere Leute hat geholt hat, die er eigentlich dann auch so, weißt, vielleicht 2 oder 3 Mal mit denen eine Tischkritik und die bringen die dann auch so weiter, auch so persönlich. Im Projekt selber bin ich mir dann manchmal fast ein bisschen verloren vorgekommen. Das ist übertrieben gesagt, überspitzt gesagt. Aber im Nachhinein muss ich sagen, das ist genau das Gute gewesen. Er hat nicht ihm den Stempel aufgedrückt und am Schluss war es ein Jörg-Grunder-Projekt, das ich ausgearbeitet habe, sondern er hat sich wirklich einfach zurückgenommen und hat meine Ideen geholfen weiterentwickeln, sehr dezent, so dass ich am Schluss kann sagen, es ist ein Projekt von mir. Wir machen eine Projektanlage, die problemorientiert ist, kulturorientiert, entwurfsorientiert. Jedes Projekt hat einen anderen Schwerpunkt. Wir schaffen für die Studierenden eine Bühne, wo sie nachher drauf spielen können. Eine Aufgabe ist nicht bis zum Ende definiert. Eine Aufgabe wandelt sich nachher in Ausarbeitung, und zwar im Sinn, dass man vor Ort arbeitet mit Leuten. Also ich habe im Rahmen von diesem Projekt meine Thesisarbeit machen über die Begleitung von einem lokalen Architekt, Yatin Pandya, können in einem Slum, im grössten Slum von Ahmedabad, so ein Zentrum bauen für Frauen, wo die Frauen können herkommen aus dem Slum und dort können arbeiten und wo sie als Organisation der Frauen können Sachen beibringen, wie Hygiene, Kindererziehung oder auch ärztliche Untersuchungen können machen mit einer verheirateten Frauen, besseren Zugang zu Hygiene, also Duschen oder einfach sonstigen Sanitäranlagen können gewähren. Der Herr Grunder hat die Möglichkeit gehabt, sich zu präsentieren vor einem Wahlgremium. Ganz bestimmt im Zentrum ist gestanden einfach die Innovation, die didaktischen Aspekte, die drinnen vorkommen. Also es ist eine Vielfalt an Möglichkeiten, wo die Studierenden konfrontiert werden damit. Einerseits, andererseits ist ein hochgradiger Praxisbezug gewährleistet. Und auf der dritten Seite ist eine unheimliche Chance für die Studierenden in Bezug auf ihr späteres Berufsleben, eigentlich auch dort Erfahrungen zu sammeln. Und in dem Sinn für ihre Persönlichkeitsentwicklung ist es ganz entscheidend, wie dass sie dort in diesem Projekt gefördert werden können. Von indischer Kultur habe ich mitgenommen, dass man vielleicht auch bescheidener wird oder mehr Freude hat an dem, was man hat und Freude an dem, was man machen kann. Also einfach zu bauen oder
Oder einfach die Architekturarbeit ist einfach halt anders, die Vorstellungen, ein Plan, wie wir ihn machen, der ist wirklich super durchgezeichnet und so, das ist ein technischer Plan. Und das Indie-Post filmen vielleicht mit einem Foto. Du hast irgendwie ein Bild und du machst es so, du machst eine Collage von einem Haus und er baust es wie eine Collage und nicht irgendwie, du machst Grundrisse, Schnitte etc. Was halt faszinierend ist, und das hat man von denen gegeben, die wissen aus jeder Situation irgendwie etwas zu machen, oder? Und die haben also ein unternehmerisches Denken, also wenn einer einen Stuhl hat und eine Schere, ist schon ein Coiffeur. Mein persönliches Erfolgserlebnis ist, dass ich dort mitmachen konnte und in einem völlig fremden Umfeld, wo ich die Sprache nicht hatte, wo ich auch kulturell nicht dazugehöre und auch noch in einem schwierigen Umfeld, wie eben einem armen Viertel, dass ich dort mich zurechtgefunden habe, häufig auch eben selber Dinge organisiert und habe selbstständig gearbeitet, dass ich dort erfolgreich ein Projekt durchziehen und machen. Also ja, man hat auch die eigene Arbeitsweise hinterfragt. Ich kann sagen, dass wir auch alles richtig gemacht haben. Also von dem her war es so eine Annäherung. Es war wirklich cool, weil es ist irgendwie eben eine andere Arbeitsweise. Also da gehst du anders an das Problem her. Und das bringt einem auch selber, bringt es einem weiter. Also wenn man sieht, es gibt auch die Möglichkeit, etwas zu machen auf diese Art.